Hi, ich wollte euch mal eine Geschichte erzählen aus meinem zweiten Semester im Studium, die auf jeden Fall so meinen Blick auf die Welt oder erst meinen Blick auf Filmdrehs und dann auf die Welt verändert hat. Und zwar war ich auf dem Dreh von von der Märzakademie und dort waren wir in so einer abgebrannten Gartenhütte. In der haben wir gedreht. Irgendwann meinte der Kameramann: Boah, ich hätte jetzt gerne einen Weitwinkel für diese Einstellung. Der Oberbeleuchter fragt: Ey, ist die Wand hier eigentlich abgedreht? Ja, und tritt voll durch die Wand durch, haut dann ein Loch in die Wand, sodass man mit der Kamera einfach weiter nach hinten konnte und ja, das Weitwinkelobjektiv nicht mehr brauchte. Sprich, ja, also irgendwie hat mich, soll ich sagen, dieser Moment hat mich auf jeden Fall total beeinflusst, weil mir dann zum ersten Mal klar geworden ist, dass, also wirklich klar geworden ist, dass es gar nicht richtig sein muss beim Film, sondern dass es nur richtig ausschauen muss. Zum einen. Zum zweiten kann alles weg, was nicht mehr gebraucht wird. Also dieses Wandeintreten, wenn sie eh nicht mehr gebraucht wird, ja, kann man glaube ich auch auf das normale Leben übertragen. Also ich gucke auf jeden Fall immer, wo ist eine Wand, die mich an irgendwas hindert und ja, braucht man die noch und kann man die loswerden? Also kann man bessere Ergebnisse erreichen, indem man diese Wand einfach entfernt?